Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Miss Survival. So, neuer Tag, neues Spiel, neues Glück. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Wir waren auf jeden Fall in diesem Tunnel drin und jetzt muss ich doch mal gerade hier gucken. Der ist schon mal voll, der ist auch voll. Der ist mehr oder weniger voll. Passen die Streichhölzer dann nicht aufeinander? Nein, natürlich nicht. Ach so, weil die schon schlechter sind. Ah ja, verstehe. So, da haben wir noch 3 Scrap drin. Kriegen wir die nicht noch in irgendeinen Schrank rein? Na gut, da wäre noch Platz. Da ist noch das drin. Warte mal. Können wir das mal da reinpacken? Dann nehme ich den Achterstack mal da raus und packe den dafür in den Schrank. So. Gut. Ich sehe, die Banditen sind nachgespawnt. Wir haben hier noch das M4 und die Double Barrel Shotgun. Da haben wir auch noch ein paar Schuss für. Weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal rein sollte. Ne, ich glaube, ich lasse die jetzt mal gerade in Ruhe. Jetzt müsste ich nochmal schauen, weil mal das da ist dann. Es ist 7.30 Uhr, das heißt, wir schauen gerade nach Osten. Da ist das Camp. Wir stehen dann vermutlich hier. Wir müssten da durchfahren, ne? Oder wir fahren hier die Straße zurück. Ich fahre mal nach Hause. Ich fahre mal zuerst nach Hause und dann machen wir mal die Karre leer. Müsste doch hier jetzt gleich eigentlich irgendwo rechts reingehen. Da geht's rechts rein. Ui. So. Dann geben wir Gas und schauen, dass wir heimkommen. Und dann machen wir zuerst mal das Auto leer. Ui. So, hier ist die VIP Area, auch bekannt als Area 51. Da gibt es nämlich nichts. Da ist die Farm mit den Seekern. Da unten ist die Tanke mit dem grünen Giftgas drin. Und da vorne ist die Base. So, ui, hier leckt es ein bisschen. So, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, in der letzten Folge schon. Ich habe meine Aufnahme-Setup ein wenig umgestellt. Ich nehme jetzt zwar immer noch ganz normal mit OBS auf, aber ich schneide danach oder gehe danach nochmal kurz in ein Videoprogramm, genauer gesagt in Adobe Premiere hinein mit dem ganzen Geraffel und Gelumpel und mache da so eine kleine Nachbearbeitung. Also ich schneide nichts raus oder so, das mache ich nicht. Es sei denn, es lässt sich irgendwie nicht vermeiden, dass irgendwie die Aufnahme mal kaputt war und mal irgendwas zusammengeschnitten werden muss. Aber ich habe jetzt nicht vor, die Let's Plays oder so zu schneiden. Das ist jetzt nicht das, was ich machen will, sondern vielmehr nehme ich in einer viel, viel höheren Qualität auf, als ich das bisher getan habe. Und kann dann in Adobe Premiere noch mal ein bisschen nachbearbeiten, noch ein bisschen was rauskitzeln, so an der einen oder anderen Stelle. Und wieso weil der Zucker da. Ich werde noch wahnsinnig. Dieses Gestecke hier, ey. Wozu mache ich mir denn Schränke, wenn sowieso nichts steckt? Hier auch noch Alkohol. Guck mal, der ist 100%. Steckt auch nicht. Das gibt es nicht, ey. Da kannst du auch direkt alles auf den Boden schmeißen. Naja, gut. Dann schmeißen wir jetzt halt. Warte mal. Ach ja, den anderen Krempel habe ich auch schon hier hingeschmissen. Man kann halt qualitativ, also bildqualitativ, schon noch ein bisschen was rausholen, ja. Und deswegen nehme ich jetzt in einer sehr, sehr hohen, schweinehohen Qualität sozusagen auf. Und,
gehe dann in Adobe Premiere rein und bearbeite das da ein bisschen nach. Vielleicht sieht man auch den Unterschied in der letzten Folge schon. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen, das Bild ist 762 Munition. Die stackt wenigstens schön. Warum ist das nicht immer so? Das ist Rifle Ammo. Da ist keine mehr drin. Da auch nicht. Da ist auch keine drin. Da auch nicht. So, okay, dann lassen wir das da mal im Inventar. Machen wir den anderen Krempel noch leer. Vielleicht ist es aufgefallen in der letzten Folge schon, da die Bildqualität war halt bedeutend besser. Das Ganze ist ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Sättigung drin, ein bisschen mehr Wärme ist da drin. Und es sieht einfach ein bisschen hübscher aus, ja. Deswegen nehme ich halt in einer unverschämt hohen Qualität auf. Für Let's Plays jedenfalls betrachtet, nämlich mit 50 Megabit. Und ja, ich weiß, es ist einfach ein Unding in diesem Spiel, kann niemand Auto fahren. Hey, die Scheren stecken sogar, ey, ich werde ein Arsch. Ist ja unfassbar. Ey. Also ehrlich, damit hätte ich ja jetzt nun mal gar nicht gerechnet. Ich versuche hier irgendwie noch was zu finden, was noch eventuell stacken könnte, aber mir fällt nichts ein, ehrlich gesagt. Naja, ich hoffe, dass das Ganze ein bisschen besser halt noch aussieht dann. Und ich hoffe, dass es euch gefällt natürlich. Ja. Ich habe dadurch ein bisschen mehr Arbeit, weil ich dann mal ja mit jeder Folge nochmal in das Schnittprogramm muss und finde das aber ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es geht eigentlich. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann groovt man sich auch ein. Und dann, und dann geht das alles auch etwas schneller. Aber was tut man nicht alles gerne für seine Zuschauer, ne? So, jetzt müsste aber alles leer sein, ne? Leer. Leer, leer, leer. Okay, ach, die Koffer. Ach, Zahnräder. Stimmt, wir hatten 8 Zahnräder von den Banditen gelootet, ne? Los Banditos. Banditos del Zahnrados. Waren das nämlich? Das sieht hier aus, ey. Ich finde das geil. Ich schmeiß alles nur noch auf den Boden. Der Scheiß deckt ja sowieso nicht, ey. Warum soll ich das noch irgendwie versuchen, in den Schrank zu räumen, ey? Oh, machst du dich ja bekloppt mit. So, warte mal. Wir machen zumindest das Essen hier hinten in die Ecke. Damit das wenigstens irgendwie beieinander liegt. So, die 9mm, die Waffenkiste ist ja hier. Und das da ist Revolver-Ammo. Die machen wir dann nochmal hier mit bei. So. Ah, jetzt passt die Revolver-Ammo da nicht rein. Na toll. Ach, ein Gartenschlauch ist das da. Dann nehme ich den raus und mache das dafür rein. Das könnte man auch rausnehmen. Das auch. Die Matches nehme ich auch raus. Versuch mal hier so gut es geht, einigermaßen alles irgendwie. Mit Munition zu sammeln. So, da haben wir noch 20 Liter. Noch mehr Munition. So. Warte mal, ich guck mal gerade auf mein Equipment. Da mein Helm ist sowieso am Arsch. Können wir den noch tauschen? Können wir den hier droppen. Die Kette noch dahin. Die Munition hier rein. Der Backstein kann da auch raus. So. Was haben wir denn da? 9 mm, haben wir 38 Schuss für. Revolver haben wir 16.
20 Schuss sogar für den Revolver. Das ist 7,62 Munition. Das ist Kaliber 50. So, ich schmeiß noch die zwei Backsteine ins Wohnzimmer. Besser gesagt, die zwei Hohlblocksteine. So, und dann hier. Drop. So. Dann machen wir hier mal Save. Save Game. Und dann hatten wir hier irgendwo noch Lederkrempel. 44% erst. Okay. So. Gut. Kann ich mir denn... Oder warte mal, ich guck mal gerade. Da haben wir noch zweimal Fleisch drin, ne? Das ist auch noch einigermaßen haltbar. Hier den Apfel könnt ihr noch mal essen, der ist sowieso nicht mehr haltbar. Schon mehr oder weniger vergammelt. Guck mal, der ist schon ganz braun innen drin. Die sind auch ziemlich am Ende. So. Da haben wir Salz und so ein Krempel. Gut, die 20 Liter Sprit. Den Sprit, den würde ich mal hier... Ich stell das Benzin mal vors Bett. So, da ist das gut. Das ist gut aufgehoben, da riecht das auch gut. Da kann man auch gut schlafen. Ich würde vielleicht mal... nochmal nach unserem Haus gucken gehen. Ne? Wir haben ja jetzt einiges auch gefarmt an Kram. Und wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir nicht mal an unserem Haus mal da hinten mal wieder weiterbauen. Ne? So ab und zu können wir ja da mal so ein Brett dran tackern. Das ist alles leer. Das ist auch leer. Den Zombies geht's gut da drin. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier brauchen dafür. Ich glaube, wir brauchen... Ne, Nägel hatten wir gemacht, ne? Ah, ne, Nägel müssen wir noch. Nägel, Bretter und Sticks. Okay. Aber da sind wir ja jetzt auf jeden Fall mal... da kommen wir ja jetzt auf jeden Fall auch schneller zu Grande mit. Dann würde ich vielleicht mal... Habe ich eine Axt bei? Ja, auf der 4. Dann lass doch mal direkt hier... Packen wir mal direkt hier so einen Baum weg. Ich habe keine Ahnung, ob diese Bäume nachspawnen, ne? Ich nehme die jetzt einfach so mit. So, da kommen auch Blätter raus. So. Sehr gut. So. Gut. Okay. Jetzt sagt das Inventar. Oh, ein bisschen geht noch. Einer geht noch. Glaube ich nur kein Hammer bei, ne? Can't carry anymore. Aber hier die Äste gehen noch. Die gehen immer. So, lass mal gerade gucken. Nein, Hammer. Hammer nicht. Okay, wir sind auch ein bisschen zu schwer. Das heißt, wir tipseln mal gerade nach Hause. Besorgen uns einen Hammer. Und dann tackern wir den Krempel da mal dran an die Bude. Hat ein Hund hingekackt. Genau vor meiner Haustür. So eine Schweinerei. Wo liegt doch ein Hammer? Was? Echt jetzt? Ja, warte. So, vielleicht kriegen wir jetzt den Hammer mit.
Ich trink mal ein bisschen Wasser. Und dann machen wir die Flasche mal hier rein. Können wir schon mal taken. Und dann lassen wir die Flasche einfach da drin. Dann sollten wir eigentlich den Hammer mitbekommen. Och, echt jetzt? Aha. So. Ach so, warte mal. Nägel. Da, 42 Nägel. Können wir die auch schon da dran bauen. Laufen ist gerade nicht, weil ich bin zu fett. Aber macht ja nichts. Dann gehen wir halt gemütlich zu Fuß. Oh oh. Ich glaube, es wird gerade neblig. Kann das sein? Wie spät haben wir denn? 9.31 Uhr? Also es gibt ja zwei verschiedene Nebel, ja? Wenn die Vögel aufhören zu singen, dann ist es der böse Nebel. Wenn die Vögel schön weiter singen, ist es der gefährliche Nebel. So, also wir tackern einfach mal ein bisschen was dran. Und halt mal den Finger auf C zum Abbrechen. Das ist der normale Nebel. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay, jetzt ist wieder schönes Wetter. Jetzt wird es auch schon dunkel. Okay. Dann machen wir den Rest halt morgen. Lag denn jetzt hier noch so ein Baumstamm rum? So, dann gehen wir kurz nach Hause. Okay. Wir müssen sowieso was trinken, wir müssen was essen. Eat. Ich überlege, ob wir nicht mal irgendwie mit dem Salz da so gepökeltes Fleisch und so einen Krempel machen sollten. So, nehme ich mir hier meine Wasserflasche nochmal raus. Die können wir dann auch komplett inhalieren. So. Uns geht's bestens. Es ist kurz vor 7. Zeit ins Bett zu gehen. Die Türen sind alle zu. Benzin liegt vorm Bett. Dann würde ich sagen, wir schlafen hier mal 11 Stunden. Ist immer noch ein bisschen duster. Aber wie heißt es so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. So, ich würde mir hier das eine Stück Fleisch mitnehmen. Die können wir mal trinken. Obwohl, nee, brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen. Ich lasse die mal noch hier. Und esse mal hier. Die essen wir mal weg, hier die Dose. Guck mal da, und schon wird's hell. So, uns geht's bestens. Sehr schön. Haben wir denn hier jetzt noch, guck mal, da haben wir noch Äste. Da haben wir auch noch Sticks. Geh mal raus und tackern mal weiter Krempel an das Ding.
Achso, hier liegt überall. Interessant, hier liegt überall Baumrinde rum. Wo die denn her? Ah. Schick. Schicke Aussicht hier. Hat was. Also sieht schon geil aus, dieses Spiel. Kann man echt nicht meckern, ne? Das sieht schon echt richtig nice aus. Mal einen Screenshot machen hier. So. Gut. Ach so, wir müssen... Okay. Warte, wie viel fehlen? 14. Nein, falsche Taste. Das heißt, wir machen hiervon 14 Stück. So, sehr schön. Dann können wir die auch direkt da dran tackern. Das sollte ja relativ schnell dann gehen. Die Nägel hatten wir ja, glaube ich, auch soweit komplett, ne? Ach, der verschwendet die ganze Zeit für die Nägel. Dafür braucht er so extrem lange. Aha, ja. Da war es wieder. Das Problem. Das Problem mit dem Autofahren. Der Autofahren, der Händler. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich hier den ganzen Tag nur Nägel reingekloppt, oder was? Kann nicht dein Ernst sein, ne? Ey, unfassbar. Es kam gar kein Nebel. Es kam kein Nebel. Den ganzen Tag nicht. Zu dem Händler gehe ich jetzt nicht mehr. Also, das ist mir jetzt zu spät. Wir latschen jetzt nach Hause. Und, sehen... Oh, oh, das leckt immer hier an der Stelle. Ich weiß nicht, warum. Ne? Immer an der Stelle leckt das. So, so. Und dann würde ich sagen, wir können hier direkt nochmal in den Schrank schauen. Haben wir denn noch gutes, leckeres? Haben wir auch noch so eine Beef Can. Ist gut. So, dann trinken wir die noch leer. Gut. Okay. Dann müssen wir bald mal wieder einen Wolf schießen oder so, ne? Oder ein Reh oder irgendwas anderes. Türen zu. Taschenlampe aus. Auf ins Bett. Schlafen 10 Stunden. Und dann ist der Porky morgen früh wieder fit. So. Schön. Haben wir hier auch noch irgendwo was zu essen rumliegen? Da liegt doch... Ach, das ist Tomatensauce. Das ist auch Tomatensauce. Handschuhe, Batterien. Alles Mögliche liegt hier. So, aber ich glaube hier, das Fleisch muss weg, ne? Wo ist es denn hin? Haben wir schon gegessen? Ne, da. Das muss sowieso weg. So. Und die können wir mal noch leer trinken. Dann können wir die auch direkt wieder auffüllen. So. Die kann da drin bleiben, die Flasche. Den Eimer nehme ich mir mal mit. Wir machen das weg, das weg. Die Nägel, weiß ich jetzt nicht, ob wir da noch welche von brauchten. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet gerade eben. Ich glaube, die könnten weg. Die Bretter brauchen wir noch. Nehmen wir noch hier so eine Dose hier mit. Oder hier so eine. Oder beide. Ist auch egal.
So. Speichern wir nochmal. Und dann gehen wir mal darüber. Müsste echt mal drauf achten, ob irgendwie... Also wir haben hier, hier stand ein Doppelbaum, ne? Hier stand ein Doppelbaum drauf. Muss man drauf achten, ob der ja nochmal irgendwann da zurückkommt, der Doppelbaum. Die Doppelbirke. Da müssen wir mal auf jeden Fall nachschauen. So, warte, ich habe den Eimer dabei. Den machen wir uns direkt hier voll. Also, warte. Fill the bottle. Message in a bottle. Din, di, di. Di, 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 di. Message in a bottle. War mein Lieblingslied. Da war der Porky irgendwie so 16 oder so. War ein toller Song. Konnte ich auch spielen. Damals auf dem Bass. Mhm. So. Gut. So, den anderen Baum hier, den lasse ich mal stehen. Dann holen wir uns lieber vielleicht hier den hohen hier. Ich glaube, es wird gerade neblig. Drauf achten. Gestern gab es ja irgendwie keinen Nebel. Aber den ganzen Tag am Haus gearbeitet. You can't carry more items. Okay. Dann gehe ich jetzt gerade da zur Baustelle und schmeiß die Baumstämme da nur hin. Ich tacker die jetzt noch nicht dran, sondern hole dann erst noch die anderen Baumstämme. So. Drop, drop, drop. Ey, nicht wegkullern. So fest habe ich die gar nicht aus dem Inventar rausgeworfen, soweit wie die gekullert sind. Schweinerei. So, so, so. Und ein bisschen Stein. Jetzt hier sind hier die Ästchen. So. Okay. Jetzt gehen wir mal gerade nochmal gucken. Ich glaube, Bretter brauchten wir auch noch irgendwie 40 Stück oder so. Oder war das richtig? Ne, da brauchen wir nur noch 12. Die haben wir doch. Okay, dann kommen wir tackern mal ein bisschen was dran. Wenn es neblig wird, höre ich auf. Ach, Nägel fehlen immer noch. Aber nur noch 40 Stunden. Also wir sind schon relativ weit gekommen. Ich denke mal, dass wir es für die nächste Folge... Huch, hab ich mich jetzt erschrocken. Verdammte Axt. Ja, das ging schnell. Das war, So, jetzt wird hier einfach mal noch ein bisschen hier, dass wir weiterkommen. Stunden raushauen hier. Aber ich will wenigstens die Nägel fertig kriegen. So. Dann hören wir jetzt auf. Latschen schnell nach Hause. Nee, ich esse das zu Hause, sonst wird's ja, stehe ich ja noch länger hier im Dunkeln. So lange, das halten wir jetzt noch irgendwie. Immer wenn ich hier durchlaufe, leckt das, ne? Immer an der einen Stelle da.
Das gibt's nicht. Ich habe Steam FPS eingeblendet, ne? Die stehen unten links. Die seht ihr leider nicht in der Aufnahme. Aber die sind konstant, durchgehend auf 60 FPS. Außer an dieser Hausecke da. Das ist echt zum verrückt werden. So, ich esse erstmal hier das Ding. Und dann esse ich noch hier das Ding. Das ist gut. So, und dann trinke ich noch das Teil. Und dann gehen wir noch hier an unsere Destille. Nehmen uns die raus, tauschen das. Machen da Taken. Und machen da Given. So, sehr gut. Ach so. Muss halt hier noch auf 10 hochstellen. So, jetzt ist die schon mal wieder voll. Die Flasche kann ja ruhig da drin bleiben. Nehmen wir den Eimer nochmal. Und dann erstmal ins Bett. Wir haben 23 Uhr. Dann brauchen wir ja nur 7 Stunden Schlaf. Na gut, komm, 8. Sind wir ein bisschen ausgeruhter, glaube ich. Das hat gereicht. 7 hätte auch gereicht. Okay. Gut zu wissen. So. Jetzt müssen wir aber noch was essen und noch was trinken. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Beef Can. Hau mir so eine Beef Can rein. Und ich hau mir mal eine Coca-Cola. Eine gute Coca-Cola trinke ich mich. Nur meiner. Das war gut. So, die Blätter schmeißen wir noch in den Schrank. So. Und dann würde ich sagen, warte mal. Wir haben hier für die Shotgun habe ich 24 Schuss. Dann würde ich sagen, wir gehen mal gerade noch mal zur Baustelle und gucken mal, ob wir die und schauen mal, ob wir die Äste da fertig dran getackert bekommen. Ich würde jetzt erstmal was jagen gehen. Das ist so der erste Plan. Ich will nur die ich hätte gerne die Sticks aus dem Inventar raus. Kann ja nicht so lange dauern. Oh. Scheiße. Jetzt doof. Da vorne war ein Zombie. Hier leckt es jetzt wieder. Ein bisschen hat es geleckt eben. So. Okay. Wir haben blöderweise keinen Stuhl. Heißt, wir machen hier einfach diesen hier. Wir überschlafen den Nebel. Schönstes Wetter. Sehr gut. So, da müsste doch jetzt eigentlich hier irgendwo ein Zombie liegen. Da vorne irgendwo. Oder ist der jetzt schon despawned? Bin nix. Okay. Gut, dann gehen wir mal. Wir sind jetzt hier, wir müssten hier hoch. Dann, das heißt, wir gehen mal da oben hin. Wie sieht's denn aus so? Einen kleinen Schluck trinken. Dann laufen wir da hoch und dann schauen wir mal, ob wir da oben noch schnell irgendwo ein... Ich würde nur gerade die Dings hier rausschmeißen. Machen wir mal hier.
So, die schmeiße ich mal dahin. Die können wir ja dann irgendwann dran bauen. Aber wir müssen uns ein bisschen Fleisch besorgen. Da kommen wir nicht drum rum. Wo ist denn eigentlich der Typ mit seinem Auto? Der ist auch schon weg. Ist wahrscheinlich explodiert. So. Hier oben war doch letztens irgendwo ein Reh. Ich glaube, das war noch hier rüber, ne? Hier hinten irgendwo war das. Wir sind jetzt hier. Und da ist die Hunting Area. Wir müssen nochmal über den Fluss. Da vorne, nochmal drüber. So, das ist die Frage, ob wir hier irgendwo was finden. Müssten jetzt hier irgendwo sein. Da hinten ist ein Reh. Tja, das hat jetzt noch nicht so wirklich durchgeschossen, ne? Da rennt noch ein Huhn rum. Oh, doch, wir haben's. Ha, Gott sei Dank. Sehr gut. So, dann nehmen wir uns mal hier den hier. Das dauert ja alles auf seine Zeit. Deswegen bin ich ganz froh, dass der Nebel schon vorbei ist. So, dann nehmen wir uns mal hier das ganze Fleisch mit und die Tierhaut. 3 Stunden. Mann, oh Mann. Das dauert eine Ewigkeit, das Ding auseinanderzunehmen. Aber an den Beinen ist gar nichts dran, ne? So, hier das Animal Fat und die Animal Guts. Keine Ahnung. Ach, man könnte die auch mit der Axt. Hard to use. No tool found. Kriegt man denn da? Warte mal, wenn ich das umstelle. Kriegt jetzt nicht irgendwie mehr raus oder so. Aber geht's denn irgendwie schneller? Mit der Axt dauert's länger. Mit der Machete und mit dem Messer geht es am schnellsten. Best to use. Steht ja auch da, ne? Ja gut. So, wir haben auf jeden Fall was. Wir haben 17.26 Uhr. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, hier an der Stelle hier. Halt, was lag da? Zweig. Nur ein Zweig. So. Das an. Ey. Gib mir den ultimativen Bloom. Schick. Echt schick.
Da machen wir noch einen Screenshot von. Und an der Stelle hier verabschiede ich mich von euch und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Macht's gut. Bis moin und tschüss.